Grüß euch Gott miteinander vom Geiststein. Ich nehme euch heute mit auf eine wunderschöne Panoramarunde oberhalb des Glemmtals. Viel Spaß dabei! Die heutige Tour beginnt bei der Haltestelle Mitterlengau in Hinterglemm und von da aus stapfen wir mal den Talschlussweg einwärts in Richtung Lindlingalm. Nach ein paar Minuten darf man sich schon entscheiden, Fahrweg oder Wanderweg. Für uns geht es derweil auf dem Wanderweg einmal weiter. Gut 25 Minuten bin ich jetzt unterwegs und dann sind wir schon angekommen bei der Lindlingalm samt Hochseilpark, Hängebrücke und was das Herz sonst noch so begehrt. Wanderziele sind da reichlich zur Auswahl. Gut, geht es jetzt erst einmal in Richtung Geiststein. Ja, und kurz oberhalb der Lindlingalm geht es dann für uns links hinauf in Richtung Schusterkogel und Geiststein. Gute dreiviertel Stunde bin ich unterwegs, dann verlassen wir den Wiesenweg und steigen da auf einem schön angelegten Pfad weiter hinauf.
Stunden 40 insgesamt bin ich jetzt unterwegs. Dann haben wir den ersten steilen Aufschwung auch schon hinter uns. 700 Höhenmeter sind gemacht. Da haben wir einen Blick hinunter in Richtung Hinterklemme und im Hintergrund aufs steinerne Meer mit der Schönfeldspitze auch. Ein bisschen im Dunst, wunderschön. Und angekommen sind wir da auf einer Hochalm, wunderschönes Gelände. Da vorne hinauf geht es jetzt zur Schusterscharte. Ziemlich genau 2 Stunden reine Gehzeit und um die 840 Höhenmeter waren es. Dann sind wir angekommen bei der Schusterscharte auf 1985 Meter. Rechts geht es weiter in Richtung Gamshag, links geht es erst einmal in Richtung Schusterkogel und Geißstein. Da sieht man das Gipfelkreuz eh schon. Gute Viertelstunde geht es einmal ziemlich eben dahin, von der Schusterscharte in eine weitere namenlose Scharte. Links hinauf abzweigen auf den Schusterkogel. 45 Minuten sind angeschrieben. Für uns geht es aber erst einmal geradeaus weiter in Richtung Geißstein. Den werden wir jetzt da erst einmal unterhalb queren. Da sieht man eh den Wegverlauf schon recht gut. Und dann von der anderen Seite am Gipfel aufsteigen. Knapp 40 Minuten bin ich unterwegs von der Schusterscharte. Da haben wir dann noch einmal einen schönen Blick auf den Schusterkogel. Hinüber in Richtung steinernes Meer. Ganz im Hintergrund der Hochkönig. Geht es jetzt aber relativ stramm in Richtung Geißstein. Schauen wir es uns an. Blick zurück auf die Aufstiegsroute. Da sind wir jetzt mäßig steil aufgestiegen und da geht es jetzt genauso weiter.
Schusterscharte. Dann sind wir da auf der Kammhöhe angekommen. Und da kommt auch der Gradweg hinüber. Und jetzt geht es in einer angeschriebenen Viertelstunde die letzten Höhenmeter hinauf auf den Geißstein. Und stehen am Gipfel vom Geißstein. Und bitte, ich würde sagen, auch da haben wir wieder einen ganz wunderschönen Aussichtsgipfel erwischt. Phänomenal. Vom Hochkönig bis zum Wüden Kaiser auf der einen Seite. Großer Rettenstein, hohe Tauern mit dem Großvenediger, Großglockner, alles im Blick. Wunderschön. Thank you.
Ja, nach ausgiebiger Mittagsrast geht es jetzt für mich zunächst einmal auf gleichem Wege wieder zurück in Richtung der Schusterscharte. Gerade einmal 5 Minuten sind wir wieder zurück am Wegweiser und steigen wieder links in Richtung Schusterscharte ab. Stellenweise ist der Pfad ziemlich ausgewaschen. Das ist insbesondere beim Abstieg unangenehm. Da ist wirklich zum Aufpassen und bei Nässe darf ich mich schon sehr in Acht nehmen, denn da greift es schon ordentlich runter. Knappe halbe Stunde bin ich jetzt abgestiegen und auch diesen Wegweiser kennen wir schon. Rechts könnte man übrigens ganz bequem schon nach Hinterglemm absteigen. Auf einem ewig langen Forststraßenhatscher. Das wollen wir nicht. Für uns geht es da jetzt weiter zurück zur Schusterscharte. Mit Blick zurück auf den Geißstein sind wir mittlerweile wieder angekommen in der Einsattelung zwischen Geißstein und Schusterkogel. Eifrige Gipfelsammler konnten den jetzt noch über den Wiesenkamm mitnehmen. Gute Stunde zusätzliche Wegzeit sollte man allerdings dafür einplanen. Mir hat es am Geißstein oben so gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, den Schusterkogel halt auszulassen und gleich zurück in die Scharten zu gehen. Nach einer knappen Stunde Abstieg
stehen wir wieder in der Schusterscharte. Und jetzt geht's geradeaus über den Graskamm weiter in Richtung Hochtor. Schwierig und wirklich schön zum Gehen geht es da über den Wiesenkamm dahin. Und da gegenüber sehen wir schon das nächste Ziel. Teufelssprung und Gamshag. Schauen wir es uns an. Ziemlich genau eine halbe Stunde geht es einmal ganz gemütlich auf plus minus 20 Höhenmeter dahin von der Schusterscharte. Dann sind wir da bei einer neuerlichen Einsattelung. Da schauen wir schon zum Gamshag hinüber. Und da geht es jetzt einmal wieder etwas strammer hinauf zum Teufelssprung. Ziemlich genau eine Stunde Wegzeit ist von der Schusterscharte hinauf bis zum kleinen, aber feinen Gipfelkreuz des Teufelssprungs. Da geht der Blick nur hinüber zum Kreisstein, zum Gross Venedica. Großen Rettenstein. Und zum Wilden Kaiser. Und den schauen wir uns vom Gamshag da gegenüber sogar noch ein bisschen genauer an. Thank you.
eine Viertelstunde später und man steht schon am Gipfelkreuz des Gamshag auf 2178 Meter. Mit unverbautem Blick auf den Wilden Kaiser. Sensationell. So, auch hier am Gamshag haben wir ausgiebig gerastet. Und jetzt geht's am Anfang relativ stramm hinunter zum Torsee, glaube ich, was da. Für den weiteren Abstieg vom See gibt es zwei Varianten. Ich habe mich für die kürzere und steilere entschieden. Da ist man dann in ein paar Minuten beim Hochtor angekommen. Hinauf noch einmal zum Gamshag, hinüber noch einmal zum Wilden Kaiser und dort gerade hinauf gang jetzt noch zum Tristkopf. Das sind inklusive Abstieg noch einmal knappe 45 extra Minuten und 130 Höhenmeter im Auf- und Abstieg. Nachdem die Aussicht von oben aber auch nicht viel besser ist als vom Teufelssprung und vom Gamshag, spare ich mir für heute den Abstecher und gehe gleich hinüber, über den Höhenweg, ziemlich auf einer Höhe, zum Saaljoch. Ist das schön? Liegt zur Toralm, Gamshag und Teufelssprung. Da über den Graskamm sind wir drüber. Sieht man noch einmal zum
Schustersattel da und dahinter der Geißstein. Und da hinunter geht es dann zum Talschluss von Hinterglemm. Wer den Tristgol überschreitet, muss übrigens darauf gefasst machen, dass der Abstieg eine relativ knackige Angelegenheit ist. Und diesen Wegweiser treffen sich beide Wege allerdings wieder und wir stapfen einmal gemütlich weiter in Richtung Saaljoch. Gute 50 Minuten sind es vom Gamshag übers Hochtor daher zum Saaljoch. Und jetzt heißt es leise Servus zum Abschied sagen nach Tirol. Denn jetzt geht es auf Salzburger Seite wieder hinunter über die Osmanalm nach Hinterglemm. Apropos Tirol, an der Stelle einen ganz einen lieben Gruß an den Andi vom Radlwadl, dem Kanal mit der gepflegten Autounterhaltung mit Schwerpunkt Tirol, aber nicht nur. Schaut da auch einmal hinein, hat ganz fesche Filme zum Anschauen. Liebe Grüße nach Tirol. Und jetzt geht's zurück nach Salzburg. Kurze Zeit später passieren wir da eine wunderschöne Hochalm und mit Blick auf den Staffkogel. Dort oben. Und Blick auf den Schusterkogel und den Geißstein im Hintergrund. Schauen wir da jetzt einmal in Richtung Lindlingalm wieder hinab. Obischottern ja, aber immer auch mit ganz traumhaften Blicken über die Aufstiegsroute von heute früh. Denn da am Wasserfall vorbei sind wir hinaufgestiegen und dann da in Richtung Schustersattel. Und schon langsam verabschiedet sich da im Hintergrund auch der Geißstein. Schön war es da heroben. Danke fürs Auflassen. Und mit diesem Blick geht es jetzt weiter hinunter in Richtung Osmanalm und Lindlingalm. 25 Minuten ungefähr sind wir abgestiegen. Dann landen wir da bei Mittersaal auf 1578 Meter und jetzt geht es da einmal
kurzzeitig ein bisschen knackiger, hinunter zur Osmannalm. Nach einer isotonischen Stärkung auf der Osmannalm können wir jetzt die Tour mit eindrucksvollen Blicken in den Talschluss des Glemmtals hinein ausklingen lassen und stapfen da jetzt breit asphaltiert zurück in Richtung unseres Ausgangspunkts. Und nach ein paar Minuten ist auch schon die Lindlingalm samt Hochseilquarten, Baumzipfelweg und Bummelzug schon wieder in Sicht. Der Rückweg von der Lindlingalm zurück nach Mitterlengau ist der gleiche wie beim Aufstieg. Darum ist da jetzt gleich einmal Zeit fürs Fazit. Die Tour über den Geißstein, Teufelssprung und Gamshag ist eine wunderschöne Bergwanderung ohne größere technische Ansprüche. Die Tour verläuft komplett auf wunderschön angelegten Bergpfaden und Wegen. Einige Passagen sind ordentlich steil, aber wie gesagt, technisch anspruchsvoll wird es nirgends. Was anspruchsvoll ist an der Tour, man macht insgesamt rund 24 Kilometer Wegstrecke, ist etwas mehr als 7,5 Stunden reine Gehzeit unterwegs und überwindet dabei gut 1500 Höhenmeter im Auf- und Abstieg. Das müssen die Knochen erst einmal mögen. Aber ansonsten ist es wirklich eine traumhaft schöne Tour rund um den Talschluss von Hinterglemm, von der ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn dem so ist, bitte lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Auch über ein Abonnement freue ich mich und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal wiedersehen. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, pfiat euch, bis demnächst. Thank you.